blukam 1121 fragt, was hältst du von Blocktopia, Blockpad? Ich bin eine geschundene Seele, denn ich habe mit ein paar äh, von euch mich auch immer mal wieder unterhalten. Äh, die Kandidaten wissen es auch. Äh, ich bin ja auch in so einer kleinen Gaming-Gruppe und es war viel Hype um Blocktopia, es war viel Hype um Gaia und irgendwelche Metaverses, die ich persönlich für nicht so relevant wahrgenommen habe. Nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, ich gucke mir die Projekte nochmal an und gucke, wie stark ist der Hype-Faktor wirklich. Und das war wirklich zum Abfackeln hype-mäßig, was natürlich sowas von Red Flag ist. Und bei Blocktopia war das genau der gleiche Fall. Nichtsdestotrotz habe ich auch selber Blocktopia gekauft, beziehungsweise Blocks und das Blockpad auch benutzt. Und es ist ein völliges Desaster, eine völlige Enttäuschung und ist der Beweis für mich dafür, dass alles, was sie sonst noch vorhaben, ich nicht so krass wirklich sehe, wie sie es dann für sich auch anpreisen. Sie haben einen großen Namen in Blocktopia drin. Äh, wird sicherlich auch alles ganz cool. Und das Blockpad ist sicherlich auch gar nicht so schlecht, wenn man da günstig reinkommt. Aber ich muss echt sagen, ich fühle das Projekt gar nicht. Äh, das, was ich bis jetzt gesehen und auch selber erlebt habe, enttäuscht mich. Unabhängig mal von der Kursperformance. Und äh, ich bin auch schon wieder raus, dass jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, meine persönliche Einschätzung. Da finde ich andere Sachen tatsächlich stärker in dem Space. Und das ist einfach mal mein Votum dazu.